Der berühmte Roman Berlin-Alexanderplatz war 12 Jahre lang bei uns verboten. Sein Dichter Alfred Döblin ging in die Emigration und besuchte jetzt wieder die Heimat. Ich bin über den Alexanderplatz gegangen und will Ihnen jetzt, wo ich abreise, im Beginn bin abzureisen, kurz sagen, welches meine Eindrücke waren, als ich über den Platz ging und über den östlichen Teil dieser Gegend mich bewegte. Ich will Ihnen sagen, der Anblick war erschütternd und die ganze Trauer, die man nur haben kann, die hatte ich auch. Aber ich versichere Sie, ich habe gleichzeitig eine Anzahl Menschen dort gesprochen und habe gesehen, dass sie dieselben waren im Grunde, wie ich sie damals kannte, nämlich ein tüchtiger, übrigens fröhlicher und regsamer Menschenschlag. Ich bin überzeugt, dass sie über diese ganze Misere hinwegkommen werden, dass sie auch, da sie vernünftige Menschen sind, dass sie eine Lehre gezogen haben aus den Dingen, die sie jetzt erlebt haben und dass es ihnen gelingen wird, zu einer besseren und glücklicheren Zukunft durch eigene Kraft und durch Zuversicht zu gelangen.